bekommen bei sowas immer ein schlechtes Gefühl. Aber solange wir hier ohne Waffe rumlaufen. Hallo. Ah, und es ist auch abgeschlossen. Naja, aber Stufe 1, das sollten wir noch schaffen, oder? Oder? Muss ich jetzt überlegen. Mach schon! Zugriff gewährt. Hihi. Machen wir die Tür mal zu. Ein Kühlschrank, den wir wegheben können. Coole Sache. Die Kiste. Ich habe ja irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei. Badezimmer. Deus. Tarende sagt Deus Sex and the City. What the fuck? Okay. Let's have a look at this one. Oh yeah. Let's have a look at this one. Oh yeah. 5 von... nett. Hinweis an alle. Ein neues, der Code lautet 0002. Geben Sie ihn dort nicht an Dritte weiter. Bla bla bla. Okay. Brian, bist du da? Yo, Brandy. Okay, ich weiß zwar nicht, wer der Typ ist. In ihrem Inventar ist kein Platz mehr. Aber er hat ihn im PDA fallen lassen. Hey Steve, tut mir leid, Mann. Letzte Woche ist mies gelaufen. Ich hab nichts mehr. Glaub mir. Ich weiß nicht, meine Quelle hat sich leider noch nicht gemeldet. Mach keinen Scheiß, Tindle. Okay. So, jetzt habe ich auch Zeit, dieses Gespräch zu lesen. Reaver, Brian, bist du da? Tintboy. Yo, Brandy, geht es nicht gut. Ich nehme, was du hast. Können wir uns treffen? Eher nicht. Muss den Ball flach halten. Sie hat Schmerzen. Der Nachbar rufen sich ja bald die Cops. Sie braucht Nupos. Bitte. Brian, bist du noch da? Na gut, aber ich habe nicht mehr viel Nupos. Ich bezahl's auch. Ich will dein Geld nicht, Mark. Mir ist es nie ums Geld gegangen. Was ist mit Corella? Kann der noch was besorgen? Der wird immer unkooperativer. Scheiße. Hattest du nicht was gegen ihn in der Hand? Klar, hier in meiner Tasche, Mann. Aber irgendwann ist eben Schluss. Treffen wir uns. Hinter der Tanke, die Straße runter. Aber beeil dich. Ich sitze nicht gern auf dem Präsentierteller. Du bist der Größte. Hinter der Tankstelle. Alles klar. Okay, also. Hinter die Tankstelle. Und zwar sofort. Meine Waffentaste. Granate! Okay, womit stecke ich meine Waffe weg? Steck die Waffe weg. Geht doch. So, jetzt will ich hier irgendwie raus. User in your channel timed out.
Und irgendwer ist gerade aus dem Test geflogen. Anscheinend gibt es nur einen Weg nach draußen. Ich will aber hier unten raus. Ach, hier geht's auch noch lang. Exit! Immer den Schildern nach. User entered your channel. Oh, Leute. Genau, hier haben wir 0002 und das ist ganz cool, weil man das mit dem Nummern-Tab eingeben kann. Und das macht es irgendwie ziemlich awesome. Irgendwie höre ich immer Schüsse. Auch hier möchte ich vorher abspeichern. Wie gesagt, man kriegt eben schnell ein ziemlich ungutes Gefühl. Können wir das wirklich noch nicht freischalten? Nee. Jensen, was machen Sie hier? Ich denke, das wissen Sie sehr gut, Tender. Ich will Carellas Überwachungsaufnahmen. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Oh, doch. Ich bin der Sicherheitschef von Seraph Industries. Ich sehe, ob an Überwachungsaufnahmen rumgedoktert wurde, also verarschen Sie mich nicht. Oh, scheiße. Hören Sie, Jensen. Ich habe nie gewollt, dass es so weit kommt. Ich bin kein schlechter Mensch. Carella, tut mir leid. Ehrlich. Aber manchmal muss man sich für eine gute Sache die Hände schmutzig machen. Oh, jetzt geht's also um eine gute Sache. Ja. Oh, ich verstehe. Sie denken, ich verkaufe das Zeug, stimmt's? Das ist natürlich das offensichtliche Motiv, vor allem für einen Ex-Bull. Aber glauben Sie mir, es ist nicht immer alles so, wie es aussieht. Ich verkaufe das Neuropozin nicht. Ich verschenke es. Sie verschenken es? An wen? An die Leute, die es brauchen. Glauben Sie, alle lassen sich freiwillig augmentieren? Oh nein. Manchmal geht's daneben. Und dann? Dann braucht man lebenslang Neuropozin-Injektionen, die schweineteuer sind. Aber was hat man schon für eine Wahl? Ohne das Zeug krepiert man einfach. Abstoßungssyndrom. Unfassbare Schmerzen. Das ist einfach nicht richtig. Also habe ich das einzig Anständige getan. Ich bin aktiv geworden. Welche Gründe Sie auch haben, Carella will aussteigen, das ist ein gutes Recht. Erpressung bleibt Erpressung. Ich gehe nicht ohne die Aufnahmen, Tindel. Scheiß auf die Aufnahmen. Ich habe im Moment zwei Dealer aus der Gegend am Arsch, weil meine philanthropische Aktion ihren Gewinn schmälert. Das ist nicht Ihr einziges Problem. Ein schießwütiger Kunde hat vorhin in Ihrem Apartment auf Sie gewartet. Wirklich? In meinem Apartment? Scheiße. Den haben wahrscheinlich die Dealer geschickt. Ich sag Ihnen was. Um den Kunden kümmere ich mich später. Erledigen Sie die Dealer, dann gehören Ihnen die Aufnahmen. Okay. Erfahrungspunkte und Geld sind immer was Tolles. Okay, ich helfe Ihnen. Aber wehe, Sie verarschen mich. Echt mal, dann gibt's zu in der Stelle, Alter. Ich bin Sicherheitstechniker, kein Gangster. Die beiden Dealer heißen PG und BK. Sie treiben sich in der Gasse in der Nähe des Basketballplatzes herum. Sorgen Sie nur dafür, dass Sie mich nie mehr belästigen. Ich soll Sie umbringen? Das wäre etwas drastisch, finden Sie nicht? Aber das ist Ihre Entscheidung. Ich will nur meine Ruhe. Wichtig ist nur, dass Sie sich um beide kümmern. Dann gehen wir mal zu den beiden hin und geben denen mal die Hand. Da sind sie auch schon. Vielleicht sollten wir einmal speichern. Vielleicht können wir mit den beiden reden. Gucken wir mal, was passiert. Willst du mir etwa Angst machen, Skinner? Das klappt nämlich nicht. Bist du ein Ex-Banger? Siehst so aus. Kennst du vielleicht Big End? Schlägt seit Jahren DRB-Schädel ein. Ohne diese Augs bist du nichts. Gar nichts. Ohne diese Augs bist du nichts. Gar nichts. Würde es mir aber nicht mit ihm verscherzen. Ist ihm ziemlich egal, was für Schädel er einschlägt.
Würde es mir aber nicht mit ihm verscherzen. Ah, ist ihm ziemlich egal, was für Schädel er hat. Jetzt reicht's mir langsam. Ich werde jeden Tag von dem Kopf schikaniert. Und genau daneben hat er nicht der Waffenschieber sein Apartment. Und dem passiert natürlich nichts. Das ist doch krass als sonst. Cool, ist ja ein Fenster. Egal. Bei der Sache bleiben. Hier ist auch ein Fenster. Naja, also ich könnte die beiden von hier oben sicherlich ausnocken. Daneben. Jetzt habe ich auch die Taste gefunden mit der... Wow, wow! Mr. Jensen, don't go upstairs like this. Also ich fand, das war jetzt sehr human, weil in meinem ersten Spiel habe ich die beiden einfach platt gemacht und dann hatte ich die ganze Stadt an der Backe. Schrotpatronen. Was können wir denn mal mit euch beiden machen? Aber ich befürchte, wenn wir die beiden jetzt hier durch die Gegend ziehen, dann haben wir auch hier die Punks an der Backe, die uns da mit irgendwelchen Schlägen drohen oder so. Das passiert nämlich gerne mal. Dann gehen wir mal zurück zu ihm hier. Ich hab's Ihnen doch gesagt. Wenn Sie die Aufnahmen wollen, müssen Sie mir erst diese Dealer vom Hals schaffen. Hab ich doch. Ich habe mich um die Dealer gekümmert. Geben Sie mir jetzt die Aufnahmen. Danke, Jensen. Hören Sie, ich weiß, Sie haben das nicht aus Überzeugung gemacht, aber trotzdem haben Sie mir den Arsch gerettet. Hier sind die Aufnahmen. Tindall, mir ist ja klar, dass Sie versuchen, das Richtige zu tun. Aber wenn wir die Regeln missachten, bricht überall Chaos aus. Ich stelle Sie jemanden bei Seraph Industries vor. Der gibt Ihnen vielleicht Neuropozin für die Bedürftigen. Ernsthaft? Das würden Sie wirklich tun? Wow. Das hätte ich nie von Ihnen erwartet, ja, Jensen. Ja, wir haben einen weichen Kerl. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Sagen Sie Carella, dass es mir leid tut. Mann, was sind wir nett. Zu nett.